Der legendäre Mehrfachraketenwerfer Katjuscha wird 70 Jahre alt. Am 14. Juli 1941 donnerten die ersten Salven der Raketenwerfer bei Orscha, Gebiet Witebsk. Die neue Waffe jagte dem Gegner Angst ein. Seit jener Zeit wurden die Mehrfachraketenwerfer praktisch bei allen großen Militäroperationen eingesetzt. Heute gehören die Mehrfachraketenwerfer Grad, direkte Nachfolger der Katjuschas, zur Bewaffnung der russischen Armee. Mit dem Alarmsignal läuft die Uhr für die Soldaten der Raketenabteilung der 4. Selbstständigen Panzerbrigade. Sie haben nur eine Stunde, um die Waffen in Empfang zu nehmen, die Kampftechnik vorzubereiten und den Übungsplatz zu erreichen. Die Raketenabteilung hat 18 Gefechtsfahrzeuge, die mehr unter dem Namen Grad bekannt sind. Innerhalb von 20 Sekunden feuert die Abteilung 720 Raketen ab. Eine sehr große zu bekämpfende Fläche, eine große Feuerkraft. Deshalb bemüht sich der Gegner in erster Linie, die Gradanlagen zu vernichten. Schnelligkeit und Treffgenauigkeit ist das Wichtigste für die Artilleriebesatzung. Es ist nicht so kompliziert, das System zu steuern. Vor allem muss man das Visier senkrecht und waagerecht einstellen. Obwohl die Raketenwerfer Grad nach demselben Prinzip wie die Katjuschas funktionieren, haben sich ihre Gefechtsmöglichkeiten dank dem Auftauchen neuer Geschossarten wesentlich erweitert. Das modernisierte System ist für die Bekämpfung von Feuermitteln des Gegners, die in der Regel offen sind, die Vernichtung von nicht gepanzerten Zielen, hauptsächlich Flächenzielen, das Fernverminen eines Geländes und die Schaffung von Brandherden bestimmt. In Kürze werden die Soldaten eine neue Technik beherrschen müssen. Die noch von den Konstrukteuren der Katjuscha stammenden Prinzipien haben ein enormes Potenzial. Die Waffe wird ständig vervollkommnet. Dem Verteidigungsministerium zufolge werden die Landstreitkräfte schon in diesem Jahr die neuen Mehrfachraketenwerfer Tornado bekommen. Außerdem sind Lieferungen von Munition einer neuen Generation mit einem höheren Wirkungsgrad geplant. Die Munition kann die Kampfkraft der Raketenabteilung um ein Mehrfaches erhöhen.